Die Kraft, ein Leben zu führen, schwindet stündlich, sobald der rote Tod über ihn hergefallen ist. Das ist die traurige Realität. Meine Geschichte handelt von Sophie, die wohnt mit ihrem Freund David in Jüchen auf der Stapelstraße, weil ich wollte einen realitätsnahen Bezug haben. Und so ist Gnasen spielt darin mit. Es ist ein Zufluchtsort für Flüchtlinge aus Großstädten, weil es eine leichte Rechnung von Großstädten leben mehr Menschen. Das heißt, die Infektionsgefahr ist größer. Und ja, in Jüchen leben nicht so viele. Das heißt, die Infektionsgefahr ist geringer. Und ich werde jetzt die ersten Seiten mal vorlesen für das Video. Danach machen wir einen kleinen Cut, wo das Video gestoppt wird. Und dann lese ich weiter, falls ihr das wollt. Der rote Tod. Alles beginnt mit einem Kuss. Die Liebe, der Tod. Es hat mich Überwindung gekostet, sehr viel sogar, mir das einzugestehen. Die Krankheit, der rote Tod, wie wir ihn heute nennen, springt von Mensch zu Mensch. Sie schlummert im Speichel, wechselt von Mund zu Mund und beginnt sich schnell im Körper auszubreiten. An einem Tag geht es einem noch gut, man kann herumlaufen, schreien, alles tun, was Gesunde so machen. Schon am nächsten Tag brennt einem der Arsch. Der Ausbruch der Krankheit wird durch einen Krampf in der Magen-Darm-Region verkündet. Ich habe viele gesehen, denen auf einmal die Scheiße am Bein herunterlief. Die meisten wurden im nächsten Moment von den Soldaten erschossen. Seit Ausbruch des Roten Todes laufen überall diese brüllenden Camouflage rum. Zuerst verteilten sie Antibiotika. Als sie nichts verbrachten, gingen sie dazu über, Infizierte zu erschießen. Wir Gesunden tragen Mundschutz. Niemand will sich den Tod einfangen. Wirklich niemand. Es dauert 3 Tage, bis jeder merkt, was los ist. Am ersten Tag gelangen die Viren in den Körper. Am zweiten scheißt man sich die Seele aus dem Leib. Der 3. Tag fängt mit dem sichtbaren Geben an. Man kotzt, bis man zusammenbricht. Woher ich das weiß? Mir ist es schwer, es nicht zu wissen. Überall hängen Flyer. 13 Tage braucht die Krankheit, um einen Menschen zu töten. Und ganz ehrlich, wer will uns verrecken, nicht einfallen, wieso es noch kein Gegenmittel gibt. Jeden Tag kommt irgendetwas Neues hinzu. Poppen am 4. Später sterben die Stimmbänder ab. Man verstummt von jetzt auf gleich. Die meisten Wissenschaftler können dieses Phänomen nicht erklären. Liegt wohl daran, dass die erste Gruppe waren von Menschen, die gestorben sind. Besonders schlimm, so sagt man zumindest, muss es sein, wenn die Zähne ausfallen. Sie lösen sich ganz einfach aus dem Kiefer und plumpsen heraus. Da fällt einem die Nahrungsaufnahme doppelt schwer. Essen nützt aber auch nichts, denn wenige Tage später verfällt man im ewigen Schlaf. Perfide daran ist, dass der Kranke sich am 11. und 12. Tag besser fühlt als zuvor. Während man am 10. Abend Blut ausscheidet, plant man 24 Stunden später nur noch Magenschmerzen. Nichts weiter. Am Tag darauf hat man lediglich Kopfschmerzen. Als die Krankheit gerade aufkam, gingen Wissenschaftler davon aus, dass sie nur eine krasse Körperreaktion auf einen Fremdkörper sei. Sie ahnten nicht, wie sehr sie sich hörten. Am nächsten Tag lagen sie tot in irgendeiner Ecke. Die Kadaver zahlloser Männer und Frauen vergammeln in den Gossen. Macht keinen Spaß daran, vorbeizugehen. Sie stinken nach Verwesung. Am Ende des Lebens steht immer der Tod. Machen wir uns nichts vor. Irgendwann krepiert man. Cholera, Pest, AIDS, Tripper. Die Möglichkeiten sind nicht begrenzt. Das Ableben durch den roten Tod gestaltet sich so. Man erwacht und kriegt keine Luft mehr. Oder man ist derart dehydriert, dass der Körper, ohne dass man es mitkriegt, den Geist aufgibt, weil er unterversorgt ist. Man erstickt am eigenen Rotz oder am Blut, das seit Tagen in den Lungen läuft und es sich doch unmerklich bequem gemacht hat. Kein schöner Tod, ne? Durch die Eiterbeulen, die sich am 7. Tag im Mund bilden, kann es auch zu einer Blutvergiftung kommen. Ob die angenehmer ist als Dehydrierung oder Erstickung, ich möchte es nicht herausfinden. Falls es sehr von Interesse sein sollte, was ich bezweifle, mein Name ist Sophie Franzen, ich lebe in Jüchen, eine Kraft, das schon vor der Apokalypse im Sterben lag. Ich wohne gemeinsam mit meinem Freund David Meng in einem kleinen Haus in der Stadionstraße. Nicht weit von hier liegt das Gymnasium, in dem einige Menschen Zuflucht gefunden haben. Die Realschule dient als Leichenhalle. Soldaten sagten, man wolle sie abfackeln, sobald kein Platz mehr übrig sei. Täglich kamen mindestens 4 neue Tote hinzu. Ein Staatssystem gibt es nicht mehr. Uns erreichen keine Nachrichten mehr, weder schriftlich noch über die Glotze oder sonst wie. Das Internet kollabierte, eine Woche nachdem die Krankheit in Finnland ausgebrochen war. Das Fernsehen konnte sich noch 2 Tage länger halten. Nur auf das Radio ist Verlass, manchmal jedenfalls.
Es gibt kleinere lokale Sender, die regelmäßig über das Geschehen berichten. Ich habe keine Ahnung, wie viel Wahrheit in Meldungen steckt, aber hey, sie sind auf jeden Fall nützlich. So hört man wenigstens mal eine fremde Stimme. Noch ist die Nahrungsmittelversorgung nicht zusammengebrochen. Die Soldaten schaffen ständig neues Essen und Trinken heran. Für solche Spielereien sind sie zu haben. Sie behalten zwar viel für sich, aber sie bekommen genug, um nicht zu verhungern. Bei der Austeilung, die immer freitags ist, geben sie sich mürrisch. Doch ich bin mir sicher, dass sie gar nicht so anpisst. Sie genießen die Aufmerksamkeit, als ob es ihnen nicht gefällt, dass wir sie an einem Tag als Helden feiern. Die Geschichte, die ich erzählen möchte, von der ich dachte, ich müsste sie nie erzählen, beginnt mit einem Brot. Um genau zu sein, einem halben Leib Graubrot, der seit Tagen im Kühlschrank lag. Ab und zu gab der seinen Geist auf, weil die Stromversorgung nicht mehr ganz so top war. Aber das stört uns nicht. Wir lebten, damit gehörten wir wohl zu einer elitären Gruppe. Wahrscheinlich zu den letzten Menschen auf der Erde. David und ich saßen am Esstisch und nahmen am trockenen Brot. Käse, Schinken und andere Belege gab es kaum. Wir gingen Spaß und dann um. Im Bewusstsein, dass jede Mahlzeit unsere letzte sein könnte, sparten wir alles auf. David hatte sich in seinen Wahn hineingesteigert. Alles, wirklich alles, musste beiseite geschafft werden. Wir durften keine unnötige Energie verschwenden, kein Sex, kein Sport, weil wir mit einem gut gerüsteten Körper ja die mickrige, beschissene Chance aufs Überleben hätten. Ein Scheißdreck haben wir nicht mal deutlich zu ausdrücken. Ich biss ein großes Stück heraus und zermalmte es. Es schmeckte alt, wie schon einmal gegessen, wieder ausgespuckt. Irgendwie dachte ich, dass ich esse, Pappmaché. Zwischen uns herrschte beredtes Schweigen. Beim Essen zu quatschen, das war eine Todsünde. Entsprechend spuckt man und versaut das gute Essen. Bla, bla, bla. Ich habe diese ganzen Sinn- und Phrasen wirklich satt. Davids Blick schweifte den Tisch. Ich schätzte ab. Ich weiß nicht, was, aber er war dabei, seinen Gedanken etwas abzulegen. Wenn ich wüsste, wieso ich ihn durchschaute, wüsste ich mit Sicherheit auch, was er abguckt. Vielleicht ahnte er schon, was bald geschehen würde, was geschehen musste. Wenn ich an die alte Zeit zurückdenke, denke ich vor allem an diese sentimentale Scheiße bei dem Happy End, wichtiger war als die Darstellung der Realität. Ich lasse die Blase mal platzen. Im wahren Leben gibt es kein Happy End. Es gibt nur feuchte Augen und ein hohes Gefühl im Magen. In meinem Leben hat es nie gute Enden gegeben. Nur ein Haufen Scheiße. Meine Eltern gehörten zu den ersten Opfern des Roten Todes. Ich fand meine Mutter 20 Tage nach Ausbruch der Krankheit tot in der Badewanne. Ihr aufgedunsener Körper lag im Wasser. Ihre Haut bläulich und verschrumpelt. Das rechte Auge hing aus einer Höhle heraus. Nur vom Sehnerv gehalten baumelte es in ihrer Wange. Ich übergab mich in die Toilette und suchte nach meinem Vater. Ich wollte ihm Vorwürfe machen, dass er sich nicht um meine Mutter gekümmert hatte. Wollte ihn fragen, ob er eigentlich dämlich sei. Wie konnte er meine Mutter nur sterben lassen? Und danach hatte er sie noch in der Badewanne vergessen. Wenig später fand ich auch ihn. Sein Anblick war ebenso wenig appetitlich wie der meiner Mutter. Nur hatte er die elegantere Variante des Sterbens gewählt, als er Selbstmord begann. Hing von der Decke wie ein Sack. Er trug eine samtfarbene Stoffhose und ein rotes Shirt, das seinen schwabbigen Bauch unspärlich bedeckte. Ich habe schlechte Angewohnheit, mir solche Dinge genau anzusehen. Bei Autounfällen sehe ich zuerst die abgetrennten Arme, dann die Menschen, die helfen. Das dürfte bei vielen so sein. Das Schreckliche besitzt eine Anziehungskraft. Es regt die Neugier an. Eher als das Normale, der alltägliche Tod durch Herzinfarkt ist langweilig. Aufgeplatzte Körper sind da wohl schon besser. David sah mich an. Er musterte mich forschen und fragte dann, nachdem ein Klumpen Brot heruntergeschluckt hatte, sollen wir abhauen? Und damit würde ich dann jetzt die Videoaufnahme beenden erstmal.